Ach, next mission. Sofort. Geil, nächste Nebenquest, let's go. Ah! Okay, da holst du dann quasi immer wieder auch so ein paar Tagebücher und alles. Ja, stellen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ist auch was Feines. Damit du die Welt auch ein bisschen besser kennenlernst und alles drum und dran. Ja, ist okay. Ja, sobald du in eine jeweilige Mission reinstartest, hat es ein bisschen vielleicht dezent ein paar Probleme mit den FPS, aber da schaut man drüber hinweg. Das ist nix. Oh, ja, dann mache ich einmal Vitalität, ja. Dann hätte ich gesagt gehabt, dann gehe ich einmal so drüber, so 8, 6, 4 und so mache ich dann eigentlich immer quasi so ein bisschen weiter. Hm. Ja, jetzt passt mittlerweile schon ein paar mehr Splitter. Aber wie? Ja. Fix. Die Klaue ist Baba. Die Klaue ist richtig Baba. Passt, haben wir das auch mal aufgewertet? Tränke. Ja, ja, wenn's geht. Ah, Scheiße. Dann nehme ich lieber einen Zusatz. Dann nehme ich lieber einen Zusatz. Der würde mir jetzt wieder mal reizen. Was kann ich herstellen? Oder was haben wir ja letztens was Neues gekriegt? Erlittener Schaden wird 30 Sekunden lang um 1% reduziert. Sagen, aber das ist nicht gerade viel. Sagen wir nicht, um 1%, also. Er weiß er nicht. Das sind wir nicht ab, aber bei dem 1% können sie mir dezent damit das Arschloch lecken, oder bei dem 1%. Das sind wir nicht ab, 1%, das ist nichts. Das ist. 1% ist ein Scheißdreck. 1% ist richtig Scheißdreck. Hallo Pulle. Das ist ein Eicher. Muss ich aufpassen. Muss ich definitiv ein bisschen aufpassen. What? Ja, damit wir gleich wenigstens raus zusammen. Immerhin. Noch geiler wäre es, wenn ich mit dieser Klaue den ein oder anderen Gegner so dermaßen kriege, dass er sich nicht mehr wehren kann. Das wäre geil. Aber ich muss trotzdem tendenziell aufpassen, dass sich der ein oder andere Gegner wehrt. Das war aber wieder geil. Das war aber wieder echt, echt geil. So, wie schaut's denn da aus? Ja, Burle, servus, grüß dich. Das Ding mit dem Gift, das sehe ich nicht. Das sehe ich in einer anderen Seite. Das darf man nicht. Hey, geh in den Arsch, Alter. Und mit der Ärmel, Alter, ist der deppert, oder was? Ist der deppert? Komm her, Leute. Ja, sehr gut. Haben wir das auch wenigstens erledigt. Oh. Scheiße. Wenn ich so ein Speer hätte, oder bitte einfach die hier alle. Ich will sie alle rasieren. Wenn ich einmal sterben. Nur bei Boss. Na, komm her, Shirley. Ah, das ist ein ganz besonderer, stärkerer Gegner. Ja, ich merke das schon. Er ist ein bisschen was Besonderes. Haben wir es jetzt oder langsam oder? Oh, da! Heilung!
Ja, dann merkt man den Apo, der hat jetzt mehr. Der wird mehr drauf. Hm? Den haben wir jetzt ein bisschen was extra gegeben. ein bisschen extra Ding. Sogar extra Würze, hätte ich gesagt. Gehabt. Aha. Und ein bisschen aufgestuft, den Haberer. ein bisschen ist gut gesagt. Sicher Zauber besser ist. Besser ist. Sicher. Gehe ich einfach nur mit meiner Clown-Kombi vorbei. Gib mir ein bisschen was und tschüss, Papa. Ja, Mann. Sehr gut. Das ist schlecht, Alter. Bitch. So, gleich den nächsten Wappler. Gleich den nächsten Wappler. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich den Boss wieder erledige? Ich muss ihn noch stärker. Kann das sein? Kann das vielleicht hinkommen? Ich hoffe nicht. Wegen einem Lift. Probieren wir mal ganz kurz das mit dem Lift. Das würde mir jetzt denen ein bisschen interessieren. Ja, voll. Es ist geil. Es ist echt geil. Okay, passt. Wir können mal nicht rauf. Ja, ich finde auch, umso mehr du spielst, umso mehr kommst du in das Ganze da rein und umso geiler wird's. Also mir taugt's volle Wäsche. Es ist saugeil. Allein schon auch mit dieser Kombo, mit der Klaue und alles drum und dran. Echt wild. Top. Dass du auch mit den ganzen Talenten ein bisschen spielst und dich wirklich auch wie bei LiSMP mit die Kombination, dich ein bisschen damit beschäftigst, besser wirst, stärker wirst und wirklich auch dieses Gefühl kriegst von du wirst besser. Weißt du, was ich meine? Weil bei gewissen Spielern hast du immer so ein bisschen auch dieses Gefühl von okay, jetzt habe ich aufgewertet, habe ich diese Fertigkeit, aber ich spüre diesen Unterschied nicht. Und bei diesem Spiel spüre ich es aber enorm, dass ich diese Motivation auch habe, wieder weiter zu leveln. Dass ich sage, ich freue mich auf die nächste Fertigkeit. Und das muss ich dem Spiel echt hoch anrechnen. Das schaffen nicht viele Spiele. Dass ich sagen kann, ich bin richtig geil auf das nächste Level. Nicht auf missionsmäßig angelehnt, sondern wirklich, damit ich meine nächste Fertigkeit habe, damit ich mich ein bisschen austoben kann mit der neuen Fertigkeit, dass ich den Unterschied auch sehe, von der Stärke her und alles drum und dran. Tag mir voll erwischt. Da kann ich mal wieder nur sagen, vielen Dank. Das ist gesagt, dass der erst spielt es einmal. Passt, da haben wir wenigstens eine kleine Abkürzung. Weiß ich vielleicht mal dezent mal wieder. Drauf geht's. vielleicht. Obwohl, wart. Da hab ich noch. Ja, wollt noch mal sicher sein. Man kann ja nicht wissen. Ja, voll, Leute. Dieser Speergegner ist der größte Hurensohn. Der fuckt richtig ab. Der ist richtiger Schmutzgegner. Ich habe irgendwie nur so ein bisschen einen gesunden Respekt bei der einen Stelle, wo ich runterhüpfen kann. Ein bisschen an Respekt davor. Ich könnte zwar was einsammeln. Also da ist der Rauch eh schon wieder weg. Das ist gut. Das ist dann super, wenn der Rauch eh weg ist, dann ist es schon scheißegal. Oder ist ein Tritt von dem Haverer. Der Tritt ist auch ein bisschen ein dezentes Arschloch. Fuck. Jetzt aber Heilung. Ja. Sicher. Kann ich wissen. Wow. Ist aber kein Schwach. Nein, das werden wir schon aufgefangen. Das Geile ist aber auch in dem Spiel, ich nutze endlich mal auch die R2-Taste. Auch mal wieder. So ein bisschen sehr bewusst auch. Weil in LiSMP eher auch nur für die starken Angriffe und alles drum und dran.
Da habe ich sie auch schon relativ oft genutzt. Aber sonst eigentlich nie wirklich heute in Souls-like Games. Wie in Lies and P oder wie in dem Game. Ist auch immer wieder so ein bisschen faszinierend, muss ich sagen. Dass du auch wirklich dann am Ende des Tages sagst, ja, ich nutze wirklich jede Taste. Ich gehe sicher jetzt aber dort einmal nochmal raufschauen. Aber egal, ob ich da jetzt noch nur eine Runde laufen werde oder nicht, drauf geschissen. Sicher ist sicher, dass ich alles gesehen habe. Sicher ist sicher. Ich will nichts vergessen. Ja, also da längere Runde, meine Güte. Drauf geschissen. Sicher ist sicher, dass ich alle Sammelgegenstände und alles drum und dran habe. Weil es gibt ja auch noch so eine Trophäe, wo es dann heißt, ja, das und das und das. Da gibt es eh auch eine Leiter. Wieso sagt man das keiner? Das hat so Steppen oder was? Digi. Bissel vielleicht jetzt ein schneller. Sagt mir das keiner, dass es da Leiter gibt, Alter. Und ich spring auch noch, oder? Passt. Hast du nicht gern früher auch gewusst. Aber das Game macht süchtig. Bist du deppert? Bist du deppert, macht das Game süchtig. Ha, aber. Am liebsten würde ich heute die ganze Zeit nur das Spiel spielen. Am liebsten, aber voller Wäsch. Aber voller Wäsch. Mein Kopf denkt sich einfach nur so, Digi, du musst heute nur noch durchspielen, was? Na, aber geil. Beziehungsweise, sobald ich dann wieder beim nächsten Bosskampf bin oder irgendwas, habe ich dann eh wieder Schmutz. Safe. Ja, auf. Aufpassen. Achso, scheiße, ich bin keine Heilung mehr. Ich voll Trottel. Auf was will ich aufpassen? Ich denke mir gerade so. Ja, ab und zu schon. Ab und zu schon. Auf was will ich die aufpassen, Haber, Alter? Bist du eppert? Eieieiei. Hab ich eh keine Heilung mehr. Boah, auf gar nichts aufpassen, Alter, du Volltrottel. Aber haben wir eh wieder einen starken vor uns. Das kommt, das kommt. Richtig. So schnell wie möglich gleich den Speerhaberer weg. So schnell wie möglich gleich den Speerhaberer weg. Alter, so viel auf einmal. Ich hab da verliert nichts. Kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. So, jetzt geht's. Ja, einer weniger. Wichtig. Aber es attackiert meistens eh nur einer. Das ist eh wurscht. Ja, das ist eh wurscht. Es attackiert eh nur meistens einer. Bist du deppert. Nächstes Mal nicht so schnell nach vorne. Laufen. Besser nicht, besser nicht, besser nicht. Nächstes Mal mache ich schon langsam. Nächstes Mal mache ich definitiv schon langsam. Ui. Hätte fast meine ganzen Seelen verloren, Alter, ich Volltrottel. Muss ich aufpassen, Alter, das geht so nicht. Das geht so nicht. Es wären wie viele gewesen? 2000? 2000 und mehr. Passt. So gut wie möglich auf. So schnell wie möglich holen wir unsere Punkte wieder zurück. Eieieiei. Das mit dem Gift ist aber auch Wahnsinn, Alter. Aber das rast das Gift. Da bist echt schnell hin. Wenn man so denkt, so, Alter, bisschen langsamer bitte. Bin schon langsam Rentner. Mit 26 bin ich schon zu alt für so eine Genre. Ganz schon langsam nimmer. Bin zu alt. Bist deppert. Opa! Was ist das denn, Pachan, Alter? Ich bin schon hier, Alter. Oh, wenn es vielleicht geht, eher mal nur gegen Erm oder so, ist ja nicht schlecht. Dass ich mal herausgefunden habe, wie der so tief. Sehr schneller. Sehr schneller Hammer. Was keine Zeit, dass du im Auto kommst. Ich
gibt da Foska-Zeit. Da gibt der Foska-Zeit, dass du gegen ihn kämpfen kannst. Schlägt gleich wieder zu. Am besten ausweichen und dann langsam einmal Kombi und abwarten. Ja, ja, ja. Das ist der geile Fähigkeit. Bist du deppert? Es ist saugeil. Das ist eine richtig geile Fähigkeit. Bist du deppert, die hätte ich gern. Die hätte ich richtig gern. Uiuiuiui. Das ist Barb, Alter. Im Kampf, Alter. Saugeil. Wenn's geht, die Fähigkeit hätte ich gern. Boah. Aha. Zwillingsschwert heißt die. Oh, das ist cool. Das ist extrem geil. Unbedingt. Unbedingt. Die Fähigkeit hätte ich gern. Boah. Die war Baba. Die war richtig geil. Ja, schauen wir sicherheitshalber. Was ist da jetzt einmal da unten los? Sicher, sicher. Die war. Die Fähigkeit ist echt geil. Saugeile Idee. Saugeile Idee. Danke voll. Dass du immer diese Fähigkeiten ausnutzen kannst. Und diese Klaue. Dann wirklich diese Spezialdinger da. Dann wieder diese Klaue. Es ist der Wahnsinn. Es ist extrem genial. Da muss ich wieder sagen, ich verstehe nicht. Beziehungsweise vielleicht war es eh damals top. Keine Ahnung. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum über dieses Game nicht geredet wird. Ich verstehe es nicht. Es ist saugeil. Es ist richtig geil. Ich verstehe nicht, warum über dieses Game nicht geredet wird. Es ist richtig gut. Spielt sich auch richtig geil. Macht mega Spaß. Gerade mit diesen Waffenkombinationen her und alles drum und dran. Keine Sau redet über dieses Game. Es ist gefühlt entweder viel zu alt schon. Und damals, vielleicht habe ich das ein oder andere nicht mitgekriegt bei dem Game, vielleicht gab es ja auch Hate oder irgendwas, vielleicht war das Spiel damals noch nicht fair. Keine Ahnung, kann jeder Scheiß mögliche Grund sein, weißt? Ich tue jetzt nur mal mögliche Gründe nennen, warum das Spiel jetzt nicht diesen Hype hat, was ich jetzt quasi fühle. Es ist genial. Es ist richtig geil. Macht mega Spaß. Ja, ich verstehe nicht. Es wird ehrlich gesagt nicht wirklich über dieses Game geredet. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich finde es echt schade. Ich finde es echt schade, weil es so dermaßen Spaß macht. Wie. Ein Haber von mir hat mir zum Beispiel gesagt, der hat selbst gezockt, hat damals gesagt gehabt, das ist scheiße oder irgendwas. Also, ich habe mir den Haber. Sorry, warte kurz. Es war jedenfalls so, ich habe letztens diese Woche mit einem Gerät gehabt, erst Haber, hast du schon mal dieses Spiel gespielt? Er so, ja, habe ich schon mal gespielt. Nee, ist scheiße. Ist. Weiß nicht genau, was er nochmal gesagt hat, aber ist Bock schwer oder irgendwas oder macht keinen Spaß. So ein komisches System in diesem Game und alles. Kann es vielleicht sein, dass es erst nach Monaten oder vielleicht sogar nach einem Jahr richtig geil gepatcht haben, das Game, so dass es jetzt erst Spaß macht, wo keiner es mitspielt? Kann es vielleicht sein? Warum das Spiel ehrlich gesagt nicht wirklich genutzt wird oder bekannt ist oder irgendwas, weil auch hier auf Twitch hat das Spiel nur 5000 Follower oder Likes oder was auch immer, wo ich mir auch so denke, so, aha, ist eigentlich nicht wirklich viel für das, dass es eigentlich schon so dermaßen Spaß macht. Finde ich schon irgendwie faszinierend. Wollte ich jetzt mal nur kurz in den Raum werfen. Echt geil, macht voll Spaß. Erinnert mich sogar fast ein bisschen an Strangers of Paradise.
Das hat mir auch so dermaßen viel Spaß gemacht. Erinnert mich volle Wäsche an Strangers of Paradise. Auch eine richtig gute Spielerei. Ist aber dann nach einer gewissen Zeit bockschwer geworden. Am Anfang noch so teilweise bei die Bosse, hast du so gedacht, so okay, also, schwitzi, aber es ging noch. Aber dann, Alter, bist so dermaßen in den Arsch gewesen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder auf Parieren. Dass ich da mal beim Ausweichen. Ja. Dass ich da ein bisschen mehr investiere, jetzt auch mal ein bisschen. Zumindest. Ja. Kann sein. Kann aber sein, dass ich dann quasi vielleicht noch wirklich diese ganzen Speergegner gehabt habe und wovon auch vielleicht sein, dass er gesagt hat, ah, das Spiel ist für den Arsch schon irgendwas in der Richtung, weil die Gegner sahen teilweise nicht ohne. Oh, das ist gesehen, oder? Oh, das ist gesehen, das